Ja, und willkommen zurück bei IJMBS. Und heute geht es wieder um die Jokolade. Aber heute Nummer 2 und Nummer 4. Letztes Mal, in einem vorherigen Video, hatten wir ja schon mal Jokolade getestet. Das waren Nummer 1 und Nummer 3. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne mal an. Und das sind jetzt natürlich noch hier die verbleibenden Nummern. Die müssen wir natürlich auch noch testen. Und das machen wir heute. Mit Banane, Karamell und Biscuits, Milchschokolade. Also es hört sich alles sehr interessant an, 150 Gramm. Dann machen wir das mal auf und schauen uns die Geschichte einmal an. Ja, das kann man sammeln und aufhängen, diese Bilder hier. Ja, dann machen wir das mal auf, schauen uns das Ganze an. Was war das jetzt nochmal? Banane, Karamell und Biscuits. Interesting. Okay. So sieht's aus. Probieren wir mal. Also die Keksstücke, die bringen den Crunch in die Geschichte. Bananengeschmack kommt mit. Ja, also das Karamell kommt jetzt nicht so durch. Auch die Banane leider nicht so. Wird viel überdeckt vom Geschmack der Schokolade. Ja, ich weiß nicht. Habe ich mir sehr gut vorgestellt mit Banane, aber irgendwie. Ich werde aber gleich nochmal probieren. Jetzt machen wir das mal auf kurz. Dunkle Schokolade mit Birnenzubereitung, Brownie-Stücken und karamellisierten Mandelstücken. Die Nummer 4. Die hört sich ja viel zu crazy an, irgendwie. Das ist jetzt dunkle Schokolade. Hier das Bild Nummer 4. Okay. Hier, das ist die dunkle Schokolade. Probieren wir mal. Also hier kann ich jetzt irgendwie gar nichts rausschmecken von den Sachen. Krass. Denkt ihr, die Schokolade ein Problem? Dass der Eigengeschmack der Schokolade diese ganzen Sachen, die noch dabei sind, völlig überdeckt. Sehr komisch. Ja, also wenn man die Schokolade ganz langsam zergehen lässt, dann kommt so ein bisschen die Birne mit durch. Ja. Also das sind wirklich zwei Sorten für Genießer. Darf man nicht so schnell zerkauen und runterschlucken. Das muss man wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich probiere jetzt nochmal hier die Nummer 2. Ja, also da stößt man wirklich gewissermaßen an ein Problem. Das sind ja hier recht massive Stücke, die zergehen jetzt nicht mal so eben auf der Zunge. Da muss man dann schon ein paar Minuten so drauf rumlutschen und dann kommt aber erst der Geschmack. Also es lohnt sich, das zu machen, weil dann entfalten sich diese ganzen Nuancen, die da dabei sein sollen. Ist wirklich eine Schokolade für Genießer. Das muss man mögen, das muss man wollen. Na, ich bin mir, also geschmacklich finde ich sie jetzt beide gut, wenn man sie langsam genießt. Aber wenn man sie zerkaut und direkt runterschluckt, dann kommt nur Schokoladengeschmack mit. Ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache. Aber wenn man sie wirklich genießt, finde ich beide Sorten gut. Ja. Was meint ihr dazu? Wie findet ihr das? Lasst mich das mal wissen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Joyeux Noël!
Oh ja, von mir aus auch das. Ah, alles klar, au revoir. Und der Daumen hoch und der Kommentar noch dazu und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis denne. Antenne.